Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen XXL DM-Haul für euch, genauer gesagt eine. Ich muss gerade mal gucken, ob ich den überhaupt hochheben kann. Eine klitzekleine DM-Bestellung. Und das wollte ich euch heute mal alles so im Detail sagen, zeigen, wie auch immer. Und ich würde mal sagen, wir legen los, oder? Sind ganz viele verschiedene Sachen dabei, auch ein paar Nicht-Beauty-Sachen. Ich würde sagen, damit starten wir auch gleich. Und zwar habe ich einige Hundefutter-Leckerlis mit dabei. Ich kann euch gar nicht sagen, was das im Detail ist. Also, das eine ist mit Hirsch, das andere sind Leberwurstschnitten von Oma, so steht's drauf. Das dritte sind 10-fach Hühner- und 10-fach Rinderstreifen. Ich glaube, das sind die hier. Falls ich irgendwas nicht richtig rumhalte, entschuldigt bitte. Dann haben wir die hier. Kann man sogar verschließen. Dann haben wir noch die hier. Und dann haben wir noch die hier, auch verschließbar. Die habe ich alle für meinen Lieblingshund gekauft bei meiner Tante. Die kriegt er noch so peu à peu. Genau, dann haben wir hier nicht beauty-technisch auch noch zwei andere Sachen. Ich glaube, das war es dann, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir wieder zwei Paar Socken gekauft. Und zwar einmal welche mit so richtig schönen Blumenmuster hier. Die sind auch so dünne Nylonsöckchen, also praktisch jetzt für den Sommer oder beziehungsweise nicht Sommer, Frühling, wenn es morgens noch kalt ist, aber man will keine dicken Socken anziehen. Und dann haben wir hier. Hier innen sieht man das besser, glaube ich, oder? Wartet mal, ich bin irgendwie gerade ein bisschen mischugge. Das ist jedenfalls so mit Herzchen. Das sind so, also Fassino ist die Marke. Die sind total teuer. Also man zahlt 2,65 € für ein paar Socken. Da kriege ich woanders 10 Paar. Aber die sind halt schon hübsch. Und ich habe mir ja auch neulich zwei Paar gekauft mit Smileys und mit Spitze rosa. Und ich dachte mir, hey, dann kann ich dieses Mal auch ein, zwei mitnehmen und so ist es dann eben peu à peu. Dann, nicht wundern, das habe ich schon aufgemacht und das ist das einzige Produkt, was ich nicht mitbestellt habe. Das habe ich nachträglich noch bei DM gekauft. Ist diese coole Lippenpflege. Die habe ich auf Instagram auch schon gepostet. Falls ihr da nichts mehr verpassen möchtet, dann folgt mir dort wirklich sehr gerne. Dort gibt es aktuell. Ich weiß nicht genau, wann ich es schaffe, dieses Video online zu bringen, aber bis zum 14. Mai ein 900-Abonnenten-Gewinnspiel, wo ihr eine ganz coole Beauty-Kiste gewinnen könnt. Und dort poste ich dann eben auch solche Produkte, wenn ich die finde. Das Ganze ist mit Kokos und mit Lichtschutzfaktor 30. Und ich habe das schon mal geöffnet, deswegen ist das hier unten so angerissen. Also das habe ich nicht so gekauft, keine Sorge. Und das wird auf jeden Fall in meine Urlaubstasche wandern. Das hat auch hier vorne so einen Applikator, perfekt zum Auftragen eben. Man riecht jetzt so nichts raus. Ich möchte jetzt auch nicht draufdrücken, weil ich das ja noch gar nicht verwenden möchte. Aber auf jeden Fall ein cooles Produkt, kostet auch nur 1,75 €. Ich sage euch die Preise so dazu. Die Hundeleckerlis haben alle auch unter 2 € gekostet. Ich weiß jetzt nicht im Detail, was gekostet hat, aber ja, wie auch immer. Dann habe ich hier was zum Baden. Das habe ich auch zweimal gekauft. Ich habe viele Sachen zweimal gekauft. Und zwar sind das Badeherzen von Be Routine, 300 Gramm. Das sind drei riesige Herzen. Man riecht auch so ein bisschen was raus. Es riecht sehr fruchtig. Das Ganze kann man hier oben öffnen. Ich will jetzt mal kurz reingucken. Es ist normalerweise nicht meine Art, was zu öffnen, wo ich weiß, ich benutze es erst in ein paar Wochen. Ich will aber mal schauen, ob die einzeln eingepackt sind, die Herzen, oder nicht.
Weil wenn die einzeln eingepackt sind, ist das natürlich besser zum Verschenken. Aber guck mal, das finde ich gar nicht schlecht hier oben, dass man das wieder verschließen kann, ne? Oh ja, es riecht sehr, sehr fruchtig. Ja, genau, guck mal, die sind einzeln eingeschweißt, richtig süß. Puh, die riechen sehr intensiv, wenn man so dran schnuppert. Aber das ist gar nicht schlecht, weil dann kann man diese Herzen einzeln verschenken. Da werde ich auch gleich mal ein, zwei mit nach Marburg nehmen. Ich gucke gerade mal kurz. Also es sind drei Herzen drin. Huch, nein! Okay, das ist jetzt kaputt. Oh, kennt ihr das, wenn euch irgendwie Badebomben runterfallen und dann sind die richtig zerschreddert? Ich gerade mal. Ja, also von meiner Seite aus riechen die alle gleich. Die riechen auf jeden Fall gut. Ich habe nämlich noch was gesucht für eine Freundin, mit der ich mich treffe. Also ich treffe mich mit vielen Freunden. Nächste Woche bin ich ja in Marburg. Also nicht, dass ihr euch wundert, heute ist der 1. Mai bei mir. Deswegen ist jetzt meine Marburg-Woche. Also heute werde ich vom Taxi abgeholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Da habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, die auszuprobieren. Wo wir gerade bei Baden sind, bleiben wir doch am besten auch beim Körper. Ja, genau. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht genau, was was ist. Ich vermute mal, warte, ich muss mal bei dem hier riechen. Das andere kann man nämlich nicht riechen. Also ich vermute, das ist das Fußpeeling. Und das hier ist das Körperpeeling. Aber vielleicht ist es auch andersrum. Jedenfalls sind das zwei Peelings. Das eine ist Fußpeeling, das andere ist Körperpeeling. Das Fußpeeling hat, glaube ich, 1,45 oder 1,25 sogar nur gekostet. Und das Körperpeeling, ich glaube, 2 Euro oder so. Also auf jeden Fall sehr günstig. Und zu diesem Körperpeeling habe ich auch passend noch eine Gesichtsmaske. Dazu aber später. Ach genau, ich wusste noch, da waren ein paar Nicht-Beauty-Produkte. Aber egal. Dann habe ich hier das Duschgel von Balea gekauft. Irgendwas mit Hawaiian. Und also das ist so Urlaubsfeeling und ich liebe Kokos. Also hätte ich gewusst, dass das so gut riecht, hätte ich noch mehr bestellt. Und passend dazu habe ich dann eben die Handseife hier geholt. Das Coole ist an diesen Spendern, man kann die ja auch wiederverwenden. Ne? Also ich kann da ja auch mein Duschgel oder Shampoo reinfüllen. Da passen 500 Milliliter rein. Ja. Und also das sind wirklich mit die günstigsten Produkte hier gewesen. Also so das Duschgel, glaube ich, 65 Cent und das hier 75 Cent. Obwohl das so große Produkte sind, aber ist halt von Balea, der Eigenmarke, ne? Deswegen sind die so günstig. Genau, dann habe ich noch was nachgekauft. Das habe ich gleich zweimal geholt. Das ist von Jessa, meine Intimwaschlotion. Mit Kamille und Milchsäure. Es gibt auch eine mit Aloe Vera und Milchsäure. Aber das sage ich jetzt nochmal für diejenigen, die bisher noch nicht dabei gewesen sind, die das nicht wissen. Ich habe einmal an dieser Aloe Vera und Milchsäure-Geschichte gerochen und das roch durch diese Milchsäure, ne? Also das roch schon gekippt. Also das roch nicht mehr so, als wäre das, wie soll ich sagen, als wäre das noch gut. Und dann dachte ich mir, also das brauche ich gar nicht erst zu kaufen, wenn das schon so riecht. Und das hier riecht total frisch, das schäumt gut, das reinigt gut, das ist sanft zur Haut. Also ich habe das von Anfang an gut vertragen. Und das sind, glaube ich, 250 oder 300 Milliliter und das kostet nur 1,95. Vorher waren es, glaube ich, 1,85. Also das ist auch schon teurer geworden, aber unter 2 Euro. Und ich meine, ihr braucht ja für den Intimbereich relativ wenig. Das heißt, ihr kommt mit so einer Flasche sehr lange hin. Und ich habe mir jetzt zwei Flaschen geholt, weil ich nicht wegen jeder Flasche zu DM rennen möchte. Also ich bestelle mir
alle paar Wochen oder nicht alle paar Wochen, also ich bestelle ja so 3, 4 Mal im Jahr bei DM. Dann mache ich wirklich eine große Bestellung. Ich habe jetzt hier auch Produkte im Wert von ungefähr 140 Euro. Ich hatte allerdings noch einen 25 € Gutschein. Also ich habe um die ja 112 bis 115 Euro bezahlt. Aber trotzdem, ne? Und dann habe ich das hier noch gekauft. Das wollte ich mal ausprobieren. Das sind Intimpflegetücher. Ich glaube 25 Stück. Kosteten 1,35, ist auch von Jessa. Ist vielleicht eine ganz nette Geschichte, habe ich mir gedacht. Vor allem, das ist jetzt nicht so eine monstermäßige Packung, also die passt durchaus schon in eure Kultur- oder Handtasche. Ich will mal kurz dran riechen. So sehen die aus. Naja, lecker geht anders, aber sie sollen ja reinigen und die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt, wie die funktionieren werden. Oh, es war ein bisschen zu inbrünstig geworfen. Ich kann die Produkte halt hier nirgendwo ablegen, deswegen muss ich die durch die Gegend pfeffern oder neben mir auf den Boden stellen. Genau, dann haben wir hier noch zwei, drei Körperpflegeprodukte. Einmal habe ich von Nö Cosmetics, glaube ich, ein Bodyspray gekauft. Eigentlich wollte ich mir eins von Bruno Banani holen, so ein Bodysplash, aber komischerweise war das bei mir in der App vorhanden und bei meiner Mutter gab es das überhaupt nicht. Irgendwas mit Vanille und sonst was. Und deswegen habe ich mich jetzt hierfür entschieden. Das kostet 8 Euro. Also ich hoffe, das ist gut. Und das Ganze soll mit Algen sein. Ja, es riecht ein bisschen muffig, muss ich sagen. Aber vielleicht ist das auch, das ist ja auch bei, wenn man so dran riecht und das sind so parfümierte Bodysprays, dann ist das halt die geballte Ladung an Alkohol und Duftstoffen, die einem da in die Nase krabbeln. Und dann denkt man auch erstmal, holla die Waldfee, das riecht aber intensiv. Aber wenn man das später hier oben raussprüht, dann ist das ja ein ganz feiner Sprühnebel und man schüttelt das ja auch vorher nochmal, da vermischt sich alles ganz gut. Also es dürfte passen. Und ich habe mir noch zwei Deo-Sprays von Dove gekauft. Ich wollte eigentlich noch das dritte mit Kirschblüte mitnehmen, aber meistens riecht das dann nicht nach Kirsche, sondern halt wirklich blumig. Und dann dachte ich mir, komm, zwei Deos sind mehr als genug. Einmal habe ich hier, also das ist die Zink-Geschichte. Das eine ist mit Gurke und Zink und das andere ist mit Rose und Zink. Einmal das hier. Und einmal das hier. Die sind, muss ich sagen, auch teuer geworden. 3,45 €. Aber man hat ja auch eine Weile was von. Und Dove ist eine Marke, die ich vom Duft her sehr gut leiden kann und die ich auch eigentlich immer vertrage. Deswegen passt das ganz gut, muss ich sagen. Genau. Dann machen wir jetzt mal weiter. Ich habe hier noch ein kleines Tütchen. Das habe ich auch schon geöffnet. Und nein, DM hat mir keine Goodies mit reingepackt. Das möchte ich auch noch mal sagen. Das regt mich. Obala. Schmeiß fort. Das regt mich bei DM auf. Bei Rossmann kriegst du 10% Coupons nachgeschmissen. Und ja, DM hat Angebote und DM hat die Ausverkaufssparte, wo sie dann mal 1 Euro runtergehen oder so und teilweise bis zu 50% reduzieren. Aber das ist echt verhältnismäßig wenig. Und bei diesen Ausverkaufssachen sind die meisten Sachen eh nicht mehr verfügbar. Aber da wird auch selten aussortiert. Also das ist super schlecht organisiert, muss ich sagen. Und es regt mich auf, weil ich bin fast schon Stammkunde bei DM. Also auch wenn ich nur 3, 4 Mal im Jahr bestelle, bin ich doch auch 4, 5 Mal im Jahr in der Filiale. Und wenn ich bei DM einkaufe, kaufe ich immer viel. Also unter 20 Euro gehe ich da nicht raus. Und bei den Bestellungen möchte ich halt nie Versandkosten zahlen. Also 50 Euro ist Minimum und 100 Euro ist auch keine Seltenheit. Also ich lasse denen im Jahr bestimmt 500 Euro da. Und ich habe ganz am Anfang bei meinen ersten ein, zwei Bestellungen habe ich ein kleines Post-it-Heftchen und zwei Pflaster gekriegt bei zwei verschiedenen Bestellungen, wo ich mir auch dachte, Leute, das sind eure Gratisartikel, die kriegt der wahrscheinlich, weil er die Produkte von den Marken verkauft, kriegt er dann mal 20, 30 so Proben in Anführungszeichen, kriegt er kostenlos on top.
Und die 5-Cent-Wert-Dinger schmeißt ihr uns hier rein. Also dann behaltet es lieber selber. Regt mich nur einfach auf, weil ich finde, ne, auch wenn Rossmann, also bei mir in Marburg zumindest, weniger gute Auswahl hat und sich nicht so schnell aktualisiert wie DM, finde ich Rossmann doch herzlicher und familiärer. Naja, ich werde die Tüte auf jeden Fall aufheben. Ich finde den Spruch hier drauf ganz süß. Kann man auf jeden Fall weiterverwenden. Und ich habe mir von Essence einen Nagellack bestellt, einen Disney-Nagellack in so einem richtig schönen Aprikot. Kostet ja auch nur 1,75. Ich dachte mir, das ist eine nette Sommerfarbe, die wandert auch mit in den Urlaub auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch ganz viel Gesichtspflege und Haarpflegeprodukte. Vorher kommen wir aber zu den beiden Nichtpflegeprodukten, die ich vergessen habe zu erwähnen. Ich habe nämlich auch zwei Kerzen gekauft. Die sind hier so eingepackt, also ich muss die irgendwie rausholen. Ein bisschen. Wartet mal. Okay, das wird so nix. Ich packe die jetzt mal aus. Eine Sekunde. Das finde ich aber zum Beispiel gut, ne, weil die Sachen sind echt zerbrechlich, können super schnell kaputt gehen. Und da packen sie das Ganze schon gut mit ein. Aber ich habe einmal, weiß ich noch, bei Rossmann was online bestellt, was ich dann in der Filiale abgeholt habe. Das war eine Geschenkbox, eine Limited Edition Box von iHeart Revolution. Ich glaube, das war 2020 oder 2021 schon gewesen. Das waren nur 21 Euro, die ich bezahlt habe. Und ich habe trotzdem, das war ja verpackt in einem Karton. Und da hatte ich trotzdem einen Umschlag drauf. Da war eine Zahnpasta, eine kleine drin, 50 Milliliter oder 30 oder so. Und eine Leseprobe, wo ich mir so gedacht habe, hey, immerhin kriege ich hier was. Das ist bei DM eigentlich nie der Fall. Und das finde ich wirklich schade. Ja, also ich habe zwei Kerzen bestellt von Profissimo, kosten jeweils um die 2,50 Euro. Also, ja, beide riechen nicht schlecht. Das eine ist prickelnde Himbeere. Und das andere ist sanfte Rose oder so ähnlich, glaube ich. Ich wollte eine Kerze für mich behalten und eine Kerze habe ich für eine Freundin mitbestellt. Vielleicht gebe ich auch beide Kerzen weiter. Also eigentlich habe ich gedacht, ich behalte die Rose und die prickelnde Himbeere geht weiter. Aber ehrlich gesagt gefällt mir die prickelnde Himbeere gerade besser als die sanfte Rose. Aber ich glaube, ich werde beide Kerzen weiter verschenken. Ich tu die mal hier kurz hin. Jetzt ist der Karton schon deutlich leerer, aber es sind noch einige Produkte drin. Dann gehen wir mal zur Gesichtspflege. Da haben wir wirklich viel, sehr, sehr viel. Auch manche Dinge zum Verlosen. Ich möchte, glaube ich, erst mal hiermit anfangen. Die habe ich auch zweimal bestellt. Einmal kriegt die meine Mutter zum Muttertag. Einmal habe ich sie für mich bestellt. Das ist von Balea die Lippenpflege Melon Love. Kostet auch nur so 65 Cent, ne? Also das sind so nette kleine Mini-Geschenke, die kann man, denke ich, immer mal dazu schenken. Die gehen immer. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die riecht. Ach komm, ich tue sie rausholen. Ich habe erst überlegt, ob ich sie raushole oder nicht, weil das geht dann kaputt. Oh, ich habe es mal geschafft, dass es nicht kaputt ist. Okay. Riechen wir mal dran. Also so sieht das Ganze aus, wenn es aufgedreht ist. Aufgedreht, das klingt auch gut. Also ich habe jetzt dran geschnuppert, aber riecht eher ein bisschen stinkig, also nicht lecker leider. Tu die mal wieder rein. Denke, ich werde die weitergeben, meine. Also vielleicht mag meine Mutter die haben. Wenn nicht, dann
kann sie sie auch weitergeben, aber das riecht leider überhaupt nicht nach Melone. Leider. Also leider nichts für mich. So, was haben wir denn hier an Gesichtspflege? Ich habe ein einziges Produkt nicht bekommen, dazu aber gleich noch mehr. Bam, 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 bam. Muss ich gerade mal kurz nachzählen. 2, 4, 6, 7. Eine fehlt noch. Wo ist sie denn? Sorry, Leute, ich hab's gleich. Ah, ja, da. Ich habe mir diese Topmodel-Augenpads von Yuti bestellt, alle vier, und das gleich doppelt, denn ich habe mir gedacht, das gibt ein tolles Testvideo. Und dann kann ich einmal eine komplette Augenpad-Reihe an euch verlosen, an einen von euch. Also ich habe sie hier alle möglichen doppelt. Das sind, ich muss gerade überlegen, wie die Namen heißen. Einmal glaube ich The Angel of Attraction oder so. Irgendwas mit Glow und Power of Love und Joy of Jungle. Also coole Namen auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt einfach mal alle acht durch. Wie gesagt, alle doppelt vorhanden. Also da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, die auszuprobieren. Und bin neugierig, wie die sind. Dann habe ich aber noch etwas doppelt gekauft. Zwei Sachen sogar doppelt eigentlich. Und ach so, genau, da muss ich euch auch noch mal was erzählen zu Augenpads und Yuti, weil mich das damals echt aufgeregt hat. Und zwar vor 2, 3 Monaten vielleicht gab es auf dem offiziellen Instagram Yuti-Account eine große, ja, wie soll ich sagen, Bekanntgabe. Es gäbe demnächst bei DM Augenpads, eine Limited Edition, für kurze Zeit eben nur erhältlich. Ich sofort total gespannt und gesagt, hey, da habe ich Bock drauf, die möchte ich testen. Ich habe innerhalb von einer Woche mindestens jeden Tag zweimal in der App geschaut und ich war mit meiner Mutter in ein, zwei DM-Märkten. Die waren nicht vorhanden. Ja, und es regt mich auf, weil wenn ich sowas verspreche und ankündige, dann sollte ich dafür sorgen, dass die erhältlich sind und nicht leere Versprechungen machen. Ja, also. Das ist für mich, soll ich sagen, Fake-Werbung. Also brauche ich einfach nicht. Also ja, da geht nicht. Wie auch immer. Jedenfalls war ich fuchsteufelswild. Und jetzt bei diesen Augenpads, komischerweise, ich habe die bestellt und gekauft und einige Tage später habe ich ganz viele gesehen, die auf Instagram geteilt haben und gesagt haben, hey, guck mal, die gibt es jetzt irgendwie neu bei DM, wo ich mir so dachte, ja, also keine Ahnung, wie lange die schon da gewesen sind, aber ich habe sie jetzt ja gekauft schon. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls waren die jetzt online verfügbar, deswegen habe ich mir die jetzt auch gekauft. Dann habe ich noch was online gekauft. Muss ich gerade selber schauen. Nämlich die Butterfly-Tuchmaske. Die habe ich
schon ewig versucht zu bestellen und die war immer ausverkauft und jetzt habe ich sie endlich bekommen und habe sie halt auch zweimal gekauft, um sie, wenn ich sie teste, an einen von euch verlosen zu können. Und das gleiche hierbei. Die sind jetzt verkehrt rum, aber egal. Das sind wiederverwendbare Augenpads von Evelyn. Da habe ich eigentlich die von Catrice haben wollen, aber die waren irgendwann ausverkauft. Aber es war gar nicht schlecht, weil die hier kosten halb so viel. Das heißt, so viel, wie ich für die beiden bezahlt habe, hätte ich normalerweise für einen Catrice Augenpad bezahlt. Die habe ich auch doppelt gekauft. Also die kann man immer wieder mit Augenserum anreichern und wieder und wieder verwenden. Fand ich cool und die sind auch wieder verschließbar. Das sieht man nicht, weil das hier unten verdeckt ist. Kosten auf jeden Fall 3 Euro. Ich glaube, die Tuchmasken alle in der Regel unter 2 Euro. Also manche kosten 95 Cent und manche 1,95. Das ist schwer zu sagen. Dann haben wir hier noch zwei Balea-Tuchmasken. Einmal ist das die passende Tuchmaske, dieses Bloom irgendwas zu dem Bodypeeling. Und das andere ist Fruity Peach, heißen die oder heißt die. Die eine sieht so aus. Und die andere sieht so aus. Wollte ich auf jeden Fall testen. Die habe ich jetzt jeweils einmal gekauft, eben für mich zum Austesten. Ne? Dann habe ich aber noch mehr Masken. Nämlich 3 Crememasken von Balea für je 50 Cent. Vorher haben die ja 40 Cent gekostet. Also das heißt, die sind auch merklich teurer geworden. Und gerade bei so kleinen Dingern denkt man oft, ach, das ist ja gar nicht so ja, gravierend. Aber 50 Cent im Vergleich zu 40 Cent, das ist eine Preiserhöhung von 20%, beziehungsweise vorher 25. Also das ist so, wie wenn ich jetzt sage, das kostet nicht mehr 15 Euro, sondern kostet jetzt 20 oder so, ne? Also das finde ich schon hart. Keine Ahnung, ob die jetzt richtig rum sind. Es geht aber auch gar nicht darum. Es geht nur darum, dass ich euch sowieso erzähle, was für eine Maske das ist. Das eine ist Fruity Berry, das andere ist Tropical und das dritte ist Totes Meer. Also ganz interessante Crememasken mit zwei Sachets jeweils. Die habe ich auch einmal gekauft für mich zum Testen. Dann habe ich hier auch noch eine neue Crememaske von Schäbens mit 3 Anwendungen. Das Ganze ist mit Kaktus. Klang auch super interessant, kostete 1,25 und die habe ich auch einmal gekauft, um sie auszutesten. Und dann die letzten Gesichtsmasken. Habe ich nochmal 4 Hydrobomb-Tuchmasken von Garnier mitgenommen. Das ist immer ein bisschen schwierig, das richtig rumzuhalten oder zu machen. Also, einen Moment und Entschuldigung nochmal, es ist gerade hier ein bisschen chaotisch. Also, ich sag's euch vorher und dann zeige ich sie euch. Ich habe hier einmal die Tuchmasken Sakura Glow mit grünem Tee. Mit schwarzer Alge und diese 2 Million Probiotics-Gesichtsmaske. Da gab es, glaube ich, auch Augenpads zu, die habe ich aber nicht gefunden, deswegen habe ich es dabei belassen. Die kosteten je 1,95 und auch die habe ich jeweils einmal gekauft. Genau. So, dann kommen wir jetzt zu den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 7 Produkten. Wir haben aber noch was Gesichtspflegemäßiges und dann auch noch 3 Haarpflegeprodukte. Nämlich habe ich hier auch einmal für mich nur bestellt Augenpads von Balea. Das ist in einem Schächtelchen, da sind 3 Paar drinne. Es gibt ja die im Sechserpack Q10 Eyepatches. Zum
Muss ich gerade selber gucken. Also nur, dass ihr wisst, die sehen so aus. Sind super dünne Augenpads. Und ich weiß gar nicht mehr, mit was die hier gewesen sind. Das sind aber auf jeden Fall andere. Also es gibt ja ansonsten einzelne Augenpads und es gibt einen Sechserpack Q10. Und dann gibt es den hier, das ist ein Dreierpack. Also da werde ich auch mindestens einen an euch verlosen raus. Aber die waren auch ein bisschen teurer. Ich glaube 4,65 € ist natürlich runtergerechnet wenig. Aber für Balea ist das relativ teuer, wenn man bedenkt, dass man ansonsten Augenpads für 75 Cent oder sowas kriegt. Oder halt auch diese sechs Augenpads für, ich glaube, 3,50 €. Jedenfalls habe ich die mir noch gekauft. Dann habe ich noch was gekauft, wo ich leider ein Produkt nicht bekommen habe. Eigentlich sollten es vier Produkte sein. Das Ganze ist von The Skinimalist. Habe ich vorher noch nie gehört, die Marke. Ich habe sie jetzt das erste Mal gesehen. Und da gibt es Gesichtspflegeprodukte in Stiftform. Also praktischer, umweltfreundlicher Transportformat quasi. Ich hoffe, ihr könnt mich übrigens gut verstehen, aber das Mikrofon, entweder lasse ich das so runterbaumeln und dann ist es ganz weit weg von mir, oder ich tue das irgendwie so hier dran und versuche da reinzusprechen. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls war der 2-in-1 Cleanser und Maskenstick nicht erhältlich. Dafür habe ich aber die anderen drei bekommen. Einmal diesen kleinen hier, das ist der Augencremestick, der kostete 8,95 €. Und dann haben wir noch hier einen Nachtcremestick für 14,95 € und einen Serumstick für 12,95 €. Einmal den. Und einmal den. Bin mega gespannt da drauf und ich werde auch gucken, dass ich nächste Woche, wenn ich in Marburg bin, zu DM gehe, um eben zu schauen, ob die das da haben. Also ich weiß nicht, ob die das überhaupt in den Filialen haben oder ob das nur online ist. Aber vielleicht haben sie da ja den Maskenstick, weil online war der, auch als ich vor ein paar Tagen geguckt habe, nicht verfügbar. So, meine Lieben, und jetzt kommen wir zu guter Letzt zu den letzten drei Sachen, haarpflegetechnisch. Und zwar haben wir hier einmal von Balea ein Haarparfüm Honolulu Vibes. Kostete irgendwie 2,50 € oder 2,95 €. Riecht sehr lecker, riecht mega fruchtig und blumig, also halt so tropisch angehaucht, also schon auch passend. Ich werde mir das vielleicht für den Sommer aufheben, weil das ist sowas super Erfrischendes und quasi auch so eine Art Parfümersatz, ne? Das könnt ihr euch halt auf den Körper drauf sprühen. Mega interessant. Und dann habe ich noch zwei Langhaar-Mädchen-Produkte. Ein Produkt habe ich mir nachgekauft, das ist das Leichtcamp-Spray, kostet 3,95 €, ist aber auch eine große Flasche und ihr braucht ja nur zwei, drei Spritzer eigentlich. Und es riecht fantastisch, wirklich angenehm nach Haarpflege. Das Interessante ist, wenn ihr das schüttelt, ist es ja eher schon auch ein Spray und wenn es oben rauskommt. Aber innen drin, wenn es nicht geschüttelt ist, ist das wie so eine hochwertige, reichhaltige Creme. Auf jeden Fall ist das ein super tolles Spray, was bei mir sehr gut funktioniert hat. Ich habe es auch einmal schon leer gemacht und ich habe das dann gesehen und habe mir gedacht, hey, ich hatte neulich sowieso Probleme mit dem Ziepen. Ich war auch beim Friseur. Wartet mal. Oh, ich schmeiß alles um. Ne? Also ich habe die Haare kurz schneiden lassen. Whoop. Weil die hatten schon richtig extremen Spliss. Also die waren, also wir haben 10 cm abgeschnitten, aber also die waren wirklich, wirklich kaputt. Also da ging gar nichts mehr, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich mir das dann geholt und zu guter Letzt für 6,95 €, glaube ich, ein kleines Geschenkset von Langhaar-Mädchen. Das Ganze enthält Shampoo und Spülung mit Boriti-Öl und Kokos. Und hier unten, das sieht man so ein bisschen, ist auch noch ein Scrunchie mit am Start. Und ich habe es noch nicht geöffnet. Also hinten, das ist noch original verpackt. Ich habe kurz überlegt, auch noch ein zweites für euch mitzubestellen, um euch das eben zu verlosen. Ich hole jetzt gerade mal eine Flasche raus hier. Ich möchte da mal kurz dran riechen. Also es sind relativ kleine Größen. Das sind vielleicht
75 Milliliter oder 100, maximal 100. Oh ja. Das riecht super lecker. Und das sind vielleicht auch nette Geschichten, wenn man irgendwie nur für ein paar Tage unterwegs ist. Dann muss man da nicht so wahnsinnig viel mitschleppen. Ja, also es sieht auf jeden Fall cool aus. Ich war neugierig und habe gedacht, hey, I want to try it. Ja, meine Lieben, das war mein XXL DM Haul. Ich hoffe wirklich sehr, es hat euch gefallen und ihr hattet ein paar neue Ideen, Inspirationen. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Folgt mir, wie gesagt, gerne auf Instagram, um keine Beauty-News zu verpassen. Und natürlich auch hier, damit ihr keine Hauls und Aufgebraucht-Videos, Unboxings jeglicher Art verpasst. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video von mir.